das Kanzleramt. Ein knappes halbes Jahr noch, dann steht fest, wer hier regieren wird. Fragt man die Deutschen heute, ist die Sache klar. Würde der Kanzler direkt gewählt, gäbe es einen Top-Favoriten. Und der heißt klar Angela Merkel. Ich würde vermutlich Merkel wählen, obwohl ich eigentlich nicht die CDU wählen würde. Und sie ist eine starke Frau und ich glaube, da kann der Steinbrück nicht mithalten. Ich würde Peer Steinbrück wählen, weil ich ihn für einen guten Kanzlerkandidaten für Deutschland halte, weil ich denke, dass er die Finanzprobleme Deutschlands in den Griff kriegen kann. Der Abstand der Konkurrenten so groß wie noch nie. 57% wollen Angela Merkel. Peer Steinbrück von der SPD wünschen sich nur 19% als künftigen Kanzler. Und auch bei der sogenannten Sonntagsfrage eine Tendenz für das derzeitige Regierungslager. Wenn heute Bundestagswahl wäre, dann kämen CDU und CSU auf 41%, die SPD nur auf 23%, die Grünen liegen bei 14%, die Linke bei 9% und die FDP wäre wieder im Parlament vertreten mit 6%. Union und FDP kämen mit zusammen 47% auf eine regierungsfähige Mehrheit. SPD, Grüne und Linke erhalten zusammen nur 46%. Doch noch sind es Monate bis zur Wahl.